Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Wir befinden uns immer noch in North Carolina, aber nicht mehr lange. In der Folge gehen wir jetzt auch wieder nach Kasachstan. Okay, also, wir können... Oh, hier unten gibt's keine... Oh, wir schweben in der Luft. Hier unten gibt es keine Baumstämme. Aber, Moment, wir können hier ein kleines bisschen schieben. Und dann gucken wir mal, wenn wir hier uns ziehen. Ja, na, das hat doch schon gereicht. Wunderbar. Das haben wir fertig. Also, ich wüsste nicht mehr, wofür wir den hier eigentlich noch brauchen. Lass mal ganz kurz gucken. Das ist, genau, das ist ein Spezialfahrzeug. Es ist grau. Können wir sowieso nicht zurückgeben. Und jetzt, Leute, jetzt gucken wir einmal. 96%. Ha, da habe ich letztens, glaube ich, falsch gelegen. Da waren es, müssten es dann vielleicht sogar 95% noch gewesen sein. Okay, also, 4 Missionen haben wir noch offen. Ich gucke einmal, hier haben wir jetzt alles fertig. Ja, Aufgaben, das ist es noch, wo uns noch was fehlt. Sicherheitsnetz, Pineline Bay, ich brauche deine Hilfe, wir haben einen Hafenersatzteil vergessen. Könntest du sie zum Umspannwerk auf der anderen Seite des Flusses bringen? In den Anhänger sind alle Werkzeuge, die wir brauchen. In dem Anhänger sind alle Werkzeuge, die wir brauchen. So, jetzt ist mal ganz kurz die Frage. Wie kriege ich Hafen? Die Zeit rennt. Hatten wir das jetzt? Hatten wir alle Zeit? Nee, die Zeit rennt. Hatten wir das schon gemacht? Da müsste ich hinfahren, um das zu sehen. Hier gibt es auf dem Radar Sicherheitsnetz. Ah ja, guck mal, hier sind noch zwei Sachen, die wir noch nicht gemacht haben, die wir aber sehen, dass wir sie noch machen müssen. Ich würde aber sagen... Wir fahren den hier mal weg. Weil den brauchen wir garantiert, den brauchen wir auf keinen Fall hier oben. Ganz und gar nicht. So. Also. 605er R. Gold wert. Absolut Gold wert. Finde ich, es performt besser als der Plat. Eine kleine Kleinigkeit muss man ihm noch eingestehen, dem Plat. Er hat noch nicht den größten Motor bei mir. Aber ansonsten. Ist eine Maschine. Ist eine Maschine. So. Also. Dann geht's hier in den 612H. Ich würde sagen, das ist der große Bruder vom 605R. Er steht natürlich für Racing. Ist ganz klar. So ein ganz kleines bisschen vermisse ich die
die 90er, 80er, 90er, in denen es aufkam, dass man alles mit vierstelligen Zahlen, also Hardware mit vierstelligen Zahlen, vergab. Turbo Sauger 3000 und solche Sachen. Großartig. Also großartig dämlich. Irgendwie, so finde ich. Großartig. Ich bin ein bisschen nostalgisch, weil ich mir in letzter Zeit so oft denke, Mensch, es gab so viele Möglichkeiten, irgendwas Grandioses zu machen, zu erleben, und man selbst hat das verpasst. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie sowas wie, keine Ahnung, den Ariane-Start, den Space Shuttle-Start zu sehen oder so. Ach Quatsch. Das meine ich nicht, weil ich es nicht wichtig oder nicht, weil ich es nicht interessant fände, sondern einfach nur, ich meine solche Sachen. Pass mal auf. Es kam irgendwann, nee, ich muss anders anfangen. Ist mir spontan erst eingefallen. Ihr wisst ja, in meinem Intro steht es auch noch drinne. Zwei Dinge, die ich gerne mache, ist Landwirtschaftssimulator und World of Warcraft. Aber nicht das aktuelle, das Retail, sondern Good Old Vanilla Classic World of Warcraft. Einfach, weil ich es liebe. Und übrigens, ich habe es jetzt schon über ein Jahr lang nicht mehr gespielt, muss man auch dazu sagen. Obwohl ich es liebe. Kostet halt Kohle. Und ich habe keine Zeit. Ich wüsste gar nicht, wann ich das machen sollen, wollen, würde. Scout Service Anhänger. Den muss ich dorthin bringen. Okay, das ist eigentlich super, super duper easy. Und hier oben gibt es einen Prototypen Anhänger. Ah ne, da ist ein Prototypen Anhänger und den muss ich hier oben hinbringen. Das sind aber nur zwei unserer Missionen. Die eine heißt auf dem Radar und die andere heißt Sicherheitsnetz. Ich möchte jetzt noch einmal gerade Aufgaben. Nachbarschaftshilfe ist in der reaktiven Zone. Auf dem Radar. Sicherheitsnetz. Oh, dann ist es das Zeitrennen. Dann habe ich hier noch drei Aufgaben und noch das Zeitrennen. Das hier. Dann habe ich das noch nicht gemacht. Ja, easy. Easy. Aber eigentlich wollte ich jetzt... Eigentlich wollte ich jetzt mal weitergehen. Machen wir auch. Machen wir auch. Serbai. Serbai. Die Steinbrüche von Serbai. Okay. Was machen wir denn hier als nächstes? Der Weg des Wassers. Den Auflieger von da unten hier hochbringen. Das war doch eigentlich nicht schwierig. Das war ein ganz normaler Weg, wenn ich mich recht erinnere. Da haben wir einen 612er, der ist nicht so optimal. Da finde ich den 5319, finde ich eigentlich besser. Und der steht ja quasi da schon. Dann würde ich sagen, die Verfolgung, die starten wir mal. Und ich gehe, nee, nicht hier in den Platz, sondern in den hier rein. Okay. Und zurück zu dem kleinen Thema. Und ich habe es immer, ich mag dieses Repetitive, also das immer wiederkehrende, ich mag das Grinden in Classic. Und ich mag das Leveln. Das eigentliche Leveln. Ich mag auch die Raids, das fand ich auch immer... Oh, hier oben waren wir noch nie lang gefahren. Ich mag auch die Raids, aber
Ich war schon immer eher der Solo-Spieler als der Multiplayer-Spieler, eher auch in einem MMORPG. Wobei es ist, ja, so ganz so generisch kann man es nicht sagen, weil ich halt schon auch in großen Gilden war und viel PvP gemacht habe, was zu den Classic-Zeiten einfach unmöglich war, es nur alleine zu machen, wobei auch dort ich immer alleine Open-World-PvP gemacht habe. Also eher nicht. Jetzt habe ich den Anhänger mit. Den Anhänger brauche ich ja gar nicht. Dann stellen wir den hier unten ab. Genau, habe ich eher auch das alleine gemacht. Ja, vielleicht ist es doch einfach so. Ich bin einfach ein, ich liebe MMORPGs, wenn ich sie alleine spielen kann. Klingt ein bisschen paradox, glaube ich. Aber ist halt einfach so. Ist mein Ding, mag ich. Ich kann mir das alles selber einteilen und vorher war ich auch nicht so der, beim Spielen bin ich eher nicht so der Schwätzer. Also wenn ich alleine spiele, ich habe nämlich letztens mal wieder ein Spiel alleine angefangen, wo ich gesagt habe, okay, komme ich gleich zu. Ich drifte ab. Und ich fand das immer cool, beim Leveln daran zu arbeiten, effizienter zu sein und zu wissen, okay, wenn ich die Quest mache, dann kann ich auch die Quest gleich mitmachen, weil da muss ich nur zwei Blöcke weiter und dann läuft das. Und ich habe ja schon WoW gespielt, WoW Classic, auf privaten Servern, bevor es, oder ich habe WoW Vanilla gespielt, so hieß das, bevor es, oh, ich hätte auftanken müssen. Aber da unten ist ein Scout-Tankanhänger. Tankauflieger. Okay. Ich habe das ja schon gespielt, bevor es das offiziell gab. Was bedeutet, die Popularität von WoW Classic war deutlich. Also um das 50-fache? Ich, keine Ahnung, es ist mein Empfinden, aber um das 50-fache geringer, wie es das heute noch ist. Ich würde sagen, heute noch ist. Wobei ich auch nicht auf den aktuellsten Daten bin. Nimmt mich also nicht ganz so voll jetzt mit meinen Zahlen. Das ist mehr so ein bisschen vielleicht auch Schönreden der Zahlen. Aber, oder sagen wir es so rum. Wir sind uns bei einem sicher. Mit Start von WoW Classic. So groß war die Popularität nie. Und da war es dann vielleicht das 50-fache. Und ich habe angefangen, Level Guides zu schreiben. Aber ich habe ein Problem. Ich will immer alles alleine machen, habe ich eben gerade ja schon gesagt. Das färbt sich auf alles in meinem gesamten Leben auch ab. Und unter anderem, kommen wir da hinten hoch? Da hinten kommen wir hoch, ne? Ja, hier kommen wir auch hoch. Uah! Federung einmal zersmashed. Und ich habe dann angefangen, ein Add-on zu schreiben für WoW, mit dem man leveln kann. Und ich sag euch bis heute noch, das wäre richtig geil geworden. Das wäre richtig geil geworden, wenn ich es fertig geschafft hätte. Ich war relativ weit. Mein Level Guide war bis Level 50. Es gibt nur Level 60. Wobei die letzten 10 Level auch nochmal eine ganz andere Stufe sind, wie jetzt die ersten 10 oder sowas. Ne? Also es ist schon, sagen wir mal, Level 50. Man sagt, ich glaube, es war so gewesen, man sagt, ab Level 40 hast du ungefähr die Hälfte. Der 45, 40 hast du ungefähr die Hälfte der deiner Journey zeitlich betrachtet hinter dir. Und wenn ich mir jetzt schaue,
wie viel Add-ons es gibt und wie viel Guides es gibt und welche Community daraus entstanden ist. Und ich denke mir einfach, hätte ich es einfach nur mal publiziert, ich hätte es noch nicht mal fertig machen müssen. Ich hätte es einfach nur publizieren müssen und dann wäre schon Interesse bei auch anderen Leuten dazu gekommen, die dann sagen, well, ey, cool, können wir da nicht irgendwie was zusammen machen oder sonst irgendetwas. Und dann hätte das Fahrt aufgenommen und vielleicht wäre das den Weg gegangen. Oh, da oben gibt es ein Upgrade auf 12 Uhr. Wollen wir mal gucken, ob wir da hochkommen? Komm, wir schauen mal. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu ambitioniert ist. Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert. Die wissen genau, warum sie hier diesen kleinen Ditch da reingemacht haben. Ja, das geht nicht. Ja, es war mal ganz kurz versucht. Da hinten gibt es zwar noch auch eine Stelle, aber ich könnte mir vorstellen, dass die genauso tricky ist. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich sag euch, bei so vielen Dingen, mein 3D-Drucker, den ich mir vor 13 Jahren, 12 Jahren, ich müsste nochmal nachgucken, ich habe die Rechnungen noch, selber designt habe, der damals Designideen drinne hatte, die jetzt erst auf den Markt kommen. Und das ist klar, dass die irgendwann auf den Markt kommen. Ich ärgere mich immer nur, dass ich manche Dinge entweder nicht fertig mache, nicht publiziere oder wieder auf Eis lege und sie dann irgendwann top aktuell werden. Drei andere Sachen genauso. Über zwei will ich nicht reden und über das andere ist, ja okay, ist das gleiche in grün wie eben gerade, es ist auch ein 3D-Drucker, wo ein anderer YouTuber plötzlich darüber ein Video gemacht hat. Wo ich mir dann denke, ah, damn it. Der kann das jetzt sagen, das ist seine Idee gewesen, weil er quasi der Erste ist, der es publiziert hat. Also es ist kein Hervorstechen meinerseits, sondern eigentlich ein, ey, guck mal, wie dämlich ich da echt manchmal agiere, beziehungsweise wie dämlich ich da bin, dass ich so agiere, wie ich agiere. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, hier, ich will mich gerade profilieren. Aber gut. Deswegen bin ich umso stolzer, dass wir hier schon weit über 500 Folgen hinter uns haben. Wir müssten mittlerweile, glaube ich, 550 geknackt haben. Ich muss gerade gestehen, dass ich nicht genau weiß, welche Nummer diese Folge hat und welche Nummer die anderen Folgen haben. Nee. Es ist ja schon fortgeschrittene Stunde. Aber komm, ich würde irgendwie gerne noch ein kleines bisschen weiterfahren. Wir müssen mal gucken, wie weit wir hier kommen.
Auch der Azur 4. Was hatte der? 65-16? Nee. Total falsch. 19. 53-19. Macht das hier auch solide. Aber das, genau, das noch. Ich würde mal gerne wieder eine Runde Dorfromantik spielen. Einfach nur mal so. Also ich meine, könnte ich ja auch einfach. Aber irgendwie hätte ich auch Bock, das aufzuzeichnen. Aber Dorfromantik hat sich einfach schon gezogen. Also da musste man, ich hatte da so verschiedene Sachen mal ausprobiert. Und das hatte mir selbst irgendwie nicht so ganz gefallen. Also man müsste, wenn überhaupt, dann würde es nur gehen, kommentarlos, meiner Meinung nach, kommentarlos. Oder zumindest halt nicht irgendwie in irgendeiner Form unterhaltend oder lehrend. Also ich versuche ja auch manchmal bei den anderen Formaten immer so ein bisschen auf den Kontext hier irgendwie einzugehen. Und abgesehen von SnowRunner halt, was eigentlich quasi nur Unterhaltung ist. Und davon müsste man dann irgendwie sagen, okay, shit on it, ich spiele jetzt 4 Stunden. Hier, Internet, hast du 4 Stunden Video? Aber mit dem Ziel natürlich, meinen persönlichen Rekord zu knacken. Es hat sich ja auch viel getan wieder. Meine Frau hat das letztens mal gespielt, deswegen komme ich auch irgendwie drauf. Ich saß plötzlich irgendwann an meinem Rechner und das ja auch, also alles cool. Saß sie da plötzlich an meinem Rechner und ich so, was machst du? Ja, ich spiele eine Runde und hat sie gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd. Ich spiele eine Runde Dorfromantik. Ich so, ach was. Alright, alright. Meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like und Subscribe da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne das nächste Mal wieder einschalten. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an der Mission weiter. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.